Hey, ein Retro-Fighter und herzlich willkommen zum nächsten Projekt Tiny Toon Adventures. Wir spielen mit Basta, wenn ich mich nicht irre, und wir müssen ein Dizzy finden. Das ist der, ich glaube, der Sohn vom tasmanischen Teufel, wenn mich nicht irritieren soll. Und ich muss dazu sagen, gleich vorweg, wenn ich mich dumm anstelle beim Spiel oder wenn ich einiges nicht weiß mehr über die Serie Tiny Toons oder von mir aus auch Looney Toons oder ja, über das Spiel selber, verzeiht's mir, es ist schon 25 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Da kann man das ein oder andere nicht mehr wissen. Es ist das zweite Gameboy-Spiel, was ich nach Super Mario Land gespielt habe, überhaupt damals in meiner Kindheit, und ich habe es geliebt. Ich weiß auch nicht mehr, wie, ob hier gab es geheim, glaube ich, Gänge oder Räume. Fragt mich jetzt nicht, wo die sind und so. Da bin ich überfragt. Ich glaube, da gab es noch ein Schwein, das hieß, ich würde meinen Hemden hieß das. Aber wieder die Ente hieß, weiß ich jetzt nicht mehr. Der weibliche Hase hieß, glaube ich, Babsi oder Babs oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe immer, das weiß ich noch, immer nur mit Basta gespielt, das Spiel. Also verzeiht's mir, wenn ich andere Charaktere nicht benutze. Man kann hier nämlich mit drei Charakteren immer einzeln, also auswählen und spielen. Mit den Hemden, also das Ferkel oder das Schwein und dann die Ente. Aber ihr fragt mich nicht, wie der heißt. Ja, das ist in Englisch, das war damals so. Dizzy hieß der, ja. Aber ich glaube, das ist der Sohn von tasmanischen Teufel, wenn ich mich nicht irre. Aber dann zum tasmanischen Teufel, das ist ja eine Looney Tunes-Serie, Figur. Plucky Duck hieß der. Hieß der Plucky? Oder nur im Englischen, oder hieß der auf Deutsch auch Plucky? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte damals die Serie geliebt, muss ich sagen. Es gibt schon mittlerweile neue, ich weiß allerdings nicht, ob die gut ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, in dem Spiel gab es so Sequenzen wie das hier. Da kamst du nicht weiter, ohne ein paar Helferlein zu finden, die für dich die Drecksarbeit machen, für Deutsch. Aber wenn ich mich irre, wann bin ich das letzte Mal ihn gesehen haben? Wundert euch nicht, ich glaube, die Musik im Hintergrund, die lief, nur die lief. Also das Spiel hatte, glaube ich, keine andere Hintergrundmusik, wenn ich mich nicht irre. Aber ich liebe diesen Retro-Nostalgie-Trip. Ich mag ihn. Habt ihr das auch schon gespielt, das Spiel früher? Oder kannt ihr es noch gar nicht? Schreibt's in die Kommentare. Oh, und hier sieht man allerhand Figuren aus den Tiny Toon Universum. Ja, es hat schon mal super geklappt. Ist auch ein sehr schönes Adventure. Ist natürlich, aus heutiger Sicht natürlich relativ kurz, aber das war damals mir jetzt nicht so bewusst, sag ich mal. Ja, das kann auch ganz lustig sein, diese Sequenzen hier. Wow, das habe ich Glück gehabt. Es gibt ja so einige Gameboy-Spiele, die ich noch machen möchte, aber die Zeit.
noch ein Herzchen und wir sind futsch. Ach, jetzt weiß ich, was es ist. Das war der Endboss mit ihm. Also Endkampf. Man müsste ihn füttern. Weil er Hunger hat. Und zwar so sehr, dass er überfressen ist. Also eine Hand wäscht die andere. Wir sollen ihm helfen, dazu wehren. Das machen wir natürlich. Ja, da musst du dich schon umdrehen, wenn du fressen willst. Und schneller musst du auch sein. So. Bist ja bald durch. Wollte ich gerade sagen. Wir müssen, die Mission lautet, wir müssen einen Montana aufhalten. Also kein Montana Black, falls ihr das denkt. Nee, man kann ja die, ist keiner falsch versteht, Leiche. Fireball, oh, das kenne ich auch. Das ist auch ein toller. War der nicht mal so schüchtern oder so in der Serie? Bin mir jetzt nicht sicher. Okay, ich hab mich geirrt, ist doch nicht die, da immer die eine dieselbe Musik. Nee. Aha. So, da. Ach nee, ja, ich kann nicht mehr schießen, das ist ja schade. Ach, das war so ein Röhrensystem. Also so ein Level. Kleines Labyrinth auf gut Deutsch. Oh! War das jetzt ein Leben? Könnte sein. Wow! Fragt mich nicht, wo ich hin soll. Ich weiß es nicht. Ja, solche Gameboy-Spiele, wenn sie nicht lang sind, gehen meistens bloß eine Folge oder zwei oder drei. Aber länger nicht. Ich glaube, länger könnte höchstens Super Mario Land 2 werden. Ist nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen erst diesen Fireball finden. Gucken, was wir hier kriegen. Nee. Nochmal zurück. Aha, da noch hoch. Das kann ja bloß die Stelle sein. Wow. Das war jetzt Glück. Ja, ist klar. Auch Pakete können gefährlich sein, wenn man nicht aufpasst. Das ist eine gute Botschaft.
Ja, da kann ich mich noch gut erinnern, da musstest du irgendwie drauf springen auf den Typen, damit du ja da hochkommst. Manches, da knallst dich aufs Auge. Manchmal spielt die Steuerung auch einen Streich. Ah, hier muss man aufpassen. Das Gas, das gefährliche Gas strömt hier aus. Das ist, glaube ich, kein Feuer, wenn ich mich irre. Oh, hier ist er doch. Dreimal. Ach hier, Verstecken spielen oder was ist das? Jetzt muss man rausfinden, wo er ist. Nee. Tja, ich kann's halt. Hey, was soll ich sagen? Ich kann's halt. Muss Plucky heißen. Da Hemden, ja, da hab ich sogar richtig getippt. Ach, das ist doch nicht normal. Damals hätten auch die Jump'n'Runs so nicht so easy peasy Stellen wie heutzutage. Wo kommen wir denn hier hin, bitteschön? Das sind über die Melone und das andere. Das ist übrigens, das ist übrigens das Zeug, was Hampton und Plucky zum Schießen benutzen. Wenn ich mich irre. Naja, die Logik ist zumindest. Die Post kommt mittlerweile angeflogen, wie man gesehen hat, wa? Könnte man heutzutage eigentlich auch machen. Wozu eigentlich noch die Autos, wenn man da auch Flieger haben könnte? Flugi! Muss ich wieder da hoch oder was? Aha. Wieder durchgemusst komplett. Sag ich ja, jetzt hilft er uns. Das kann nur eine Katze. Meine nicht. Als ob die mir helfen würde. Die will nur fressen und Katzenklo gemacht kriegen. Mehr ist nicht. Von wegen streicheln und so. Kannst du alles vergessen. Da ist der Fireball netter, muss ich sagen. Fröschchen oder was? Verzauberter Prinz oder was ist los? Ist schon witzig, wie sich das anhört, die Geräusche, ne? Was man mit alles, mit vielen Techniken, was man da die Spiele gemacht hat. Ernsthaft? Oh oh, oh oh, der sieht böse aus. Tatsache, Frösche.
War denn das Fiepe gerade? Ja, weg mit dem. Ich glaube, das große Herz hat immer eine Erweiterung der Herzen gebracht und das kleine Herz füllte quasi kaputte Herzen wie oft oder so. Was ist denn das für ein Dreck? Ach so, das Ding. Oh, ich kann nicht böse erinnern. Das war blöd. Da musstest du die Finger. Hast du halb die Finger kaputt gemacht? Du musstest den Montana irgendwie kaputt hauen. War das nicht so? Ja, dir, das ist er. Hast du mehr Punkte gekriegt? Alter. Ach, Dreck. Ja, das war nix. Das war nix. Ja, wir gehen lieber, das ist besser. Wir wollen uns noch weiter blamieren. So, ich glaube jetzt, ja. Oh, an den kann ich mich auch böse erinnern. Das war doch so ein Angebertyp, nicht? Oder sowas in der Serie. Die Gegner konnten manchmal fies sein, auch wenn sie leicht aussehen damals. Musste sie richtig treffen, wenn man nicht richtig getroffen hat, hat man Leben verloren oder beziehungsweise Herzen. Und man musste mehrmals auf deren Kopf springen oder so, um die auszuschalten. Aha. Aber wie viel mal weiß ich jetzt nicht mehr? Mehr als dreimal vielleicht? Okay, definitiv mehr als dreimal. Du brauchst für den Guten. Muskeln sind nicht alles. Musst du verstehen. Fifi? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das war mit der. Das war das Stinktier, ja? Gab es nicht zwei Stinktiere oder gab es bloß eins? Ich weiß, kriegt mir das nicht. War das eine, die sich ihr Buster verschossen hatte oder so? Das war jetzt nicht ganz so schlau. Ach ja, jetzt beginnen die miesen Levels. Drecksau. Ich habe ja kurz dann gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich das schaffe. Beziehungsweise, dass ich nicht komplett reibungslos durchkomme. Ich glaube, die Bienen sollte man außen vor lassen, ne? Oh, der mit seinen dämlichen Erschütterungsscheiß da. Okay, ich hätte vielleicht doch gleich durchrennen sollen. Oh, geil. Horror, Horrorwald oder was? Tatsache.
Musik hat es ja gleich gezeigt. Ich glaube, es wäre nicht gut, den Geist zu berühren. Das ist ein Unbesiegbarkeitsdings. Mag sein. Oh. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, den Geist zu berühren. Das könnte ich bereuen. Ich hab's gewusst, eigentlich, dass es nicht gut ist. Aha. Was war das? Für was war der Herr Hebel nochmal? Wir gucken mal bei den zwei anderen Dingern, die ich verpasst hab. Die jetzt beinahe nicht gemacht. Ach so, damit kannst du sie befreien. Gut, dass wir das vorher gemacht haben. Oh klar, helfen wir dir. Sind doch nett. Ja, und wie willst du mir helfen? Geh mal lieber weiter, dann ist links bestimmt nichts Gutes. Oh, sie stinkt die Bäume weg. Ja gut, da würde ich allerdings auch eingehen, ne? Kommt doch jetzt ein Endgegner, oder? Sieht doch schon so dämlich aus. Ich will da hoch. Boah, das war knapp. Hilfe! So. Hier noch mehr. Ich gehe mal noch von aus, dass hier ein Endboss wartet. Das sieht sehr verdächtig aus, finde ich. Oder doch nicht? Oh, scheint sehr lustig zu sein, das Level. Hier ist Geduld gefragt, sonst kann das blöd enden. Ein Herzchen, haben wir wenigstens aufgefüllt. Okay, hier ist das Ende.
Freund hier reißt. Oh nein, das ist das. Oh, da kann ich mich böse erinnern. Deswegen habe ich es gleich weggebrochen. Man muss dazu sagen, das ist so ein Rennen. Da musstest du gegen so eine Schildkröte rennen und da musstest du die Tasten raufhauen. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Richtig auf dem Gameboy die Tasten raufhauen, sonst hat's. Ey, da haben mir die Finger, sind mir da halb abgefault. Nee. Tut mir leid, Leute, aber das mache ich nicht. Und der Endgänger ist auch schon da. Ach nee, du. Ja, das war klar. Das ist komisch, wie man sich an Sachen erinnern kann, ganz urplötzlich, wenn man es nur mal spielt. Ja, man muss auch sagen, ich habe ja damals gesuchtet, wie so ein Blöder. Ja. Das wird dauern, ey. Wenn du bloß den treffen kannst, wenn du auf den Kopf springst, dann kann es dauern. Ja, man kann bloß, wenn man den auf den Kopf springt. Das heißt, der muss das Ding so schleudern, dass ich da drauf springen kann. Wenn man nicht aufpasst, glaube ich, da trifft man, kann er auch blöde eintreffen. Ich weiß gar nicht mehr, warum der Montana irgendwie aufgehalten werden musste. Die Story habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Vielleicht kommt es noch im Laufe des Spiels. Boah. Ach so, das war jetzt Quatsch. Ah, Gott sei Dank. Das heißt, again, Mann, du wirst das erste Mal von uns besiegt. Max Montana ist er genau. Stimmt, der wollte die Theater kaufen oder und sowas in der Richtung war das doch. Eine kleine Klatsche hat der, wa?
Oh Gott. Das ist diese Amy, nicht? Ich knuddel dich und duddel dich, bis die Luft wegbleibt, hat sie, glaube ich, immer gesagt. Wie ist sie, Amy oder so? Oder Myra? Oder irgendwie so in der Richtung? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ey, bloß weg mit der. Boah, ihr müsst aufpassen, wenn er gegen einen Vogel fliegt hier. Und tschüss. Ich weiß nicht mal, wie die hieß. Bin ich überfragt jetzt. Ich sag ja, Post kann so gut sein. Einfach Lärm bringen, das Fliegen mit ein paar Vögeln. Das würde einfacher gehen. Müssen aufpassen, dass man davon nicht verschlagen wird. Danke. Was sind das jetzt? Oh nein, nicht das wieder. Ach, was soll's. Ich blamier mich gerne zum zweiten Mal. Ist noch schlimmer wahrscheinlich, wa? Es scheint ja ein bisschen besser gelaufen zu sein. Jetzt wollte ich nichts Falsches ankreuzen. Was? Hä? Oh nee! Nee. Den Trick falle ich nicht rein, das kannst du vergessen. Scheiße! Ja, der ist schon mal super funktioniert. Lass mal das mal, ne? Was ist da links vor? So. Ach, den gab's ja auch noch. Bitte was? Hier wird gar keiner dein Dinner. Alles, was du bringen kannst, muss ein Witz sein. Ja. Tschüssikowski. Shirley, ne? Die ist, glaube ich, Shirley. Stand, glaube ich, auf dem Bild, oder was? Das ist nicht seine Mensen. Von die Frage. Das Theater gehört dem nicht. Jetzt müssen wir bei den Viechern hier aufpassen.
Klar. Mit Willenskraft oder was? Würde ich auch gerne können. Also nicht Montana Black, wir sind uns einig, ne? Dass es nicht um Montana Black geht, sondern um Maxi Montana und Max Montana. Ja, ja, du mit deinem Monster Traktor. Das ging, glaube ich, hier noch. Das konnte man gut bewerkstelligen, wenn man einfach Geduld hat. Wenn ich mich nicht irre. Dazu braucht man auch Konzentration, auch wenn man es nicht glaubt. Wollt ihr eigentlich, dass ich das, ich kann es einstellen, dass ich das schwarz-weiß die Gameboy spielen so lasse oder auf den Grünstich, wie es auf dem Gameboy damals war, mache? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Als ob ich mir das leisten könnte. Das konnte richtig blöd sein, das kann mich nur erinnern. Endlich ist es leicht, aber wenn man nicht richtig springt, dann kann es blöd sein. Weil er sich genau merkt, wo du hin bist oder so. Soll ich das sagen? Die KI merkt sich das oder so? Also eine KI an sich gab es ja nicht. Musst du aufpassen, wo man hinspringt. Danke. Weil man dann kann es auch passieren, dass der mit dem Stuhl eintrifft. Aber man musste das nochmal wegdrücken, wenn man neu begonnen hat. Und so, weg mit dem jetzt endlich. Ich versuche immer so auf dem Kopf zu bleiben. So habe ich es immer so gemacht. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil das. Aber das ist ja meistens nicht funktioniert, das kannst du ja vergessen.
Ach, leck mich doch. Braucht man ja auch Konzentration, ey, obwohl es leicht aussieht. Nee, oder? Nochmal bitte. Ich hoffe nicht, dass wir zum Continuum kommen und dann müssen wir den ganzen scheiß Level nochmal machen. Ich hätte gar nicht Yes drücken brauchen, Mann. Das kann ich jetzt schon vergessen wieder. Nein! Hier werden drei helle Herzen vom Vorteil. Hier jetzt gedrückt, ach, das ist doch scheißegal. Ach. Ich hoffe, jetzt schaffe ich es, Mann. Boah. Oh. Der ändert seinen Flugmuster, kann das sein? Sein Sprungmuster. Scheiße! Scheiße! Nicht aufregen! Muss ganz ruhig bleiben jetzt. Oh ne, das ist bizarr. Das geht sowas von die Hose. Ja, der ändert so ein bisschen sein Flugmuster. Boah, Alter, mit dem Herz da, der zittere ich richtig. Puh. Gott sei Dank, alter Schwede. Genau, hau ab mit deinen Plänen da.
So, das war Tiny Toon Adventures. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich kann euch nur das Spiel empfehlen. Holt's nach, wenn ihr einen Gameboy habt oder einen Emulator oder eine Konsole, die das Spiel abspielt. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Projekt gefallen. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Also, ich tendiere dazu, wieder ein Super Nintendo-Spiel zu bringen. Oder zwei sogar. Ein Fußballspiel ist darunter und wahrscheinlich Super Mario World. Mal sehen. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Projekte wieder. Mal gucken, wann es ist. Ich mache die ja spontan. Und dann werdet ihr sehen, wann die kommen. Also, macht's gut!